Hallo alle zusammen, heute geht es, guck genau hin, um diesen cremigen Käsekuchen. Der hat noch einen Schmandguss obendrauf, den erkennt man irgendwie gar nicht, ist aber tatsächlich da. Und sollte dich das Rezept interessieren, dann bleib einfach dran und mach's im besten Fall nach. Wir fangen ja an mit unserem Boden. Ich werde ja meine 18er Springform nehmen. Deswegen brauche ich hier für den Boden einmal ein halbes Ei und ein halbes Ei für den Belag. Ich habe hier einfach ein Ei verquirlt und ungefähr die Hälfte jetzt hierzu reingegeben. Solltet ihr eine 26er Form nehmen, dann braucht ihr also zwei Eier. Und da hat sich das dann eh gegessen. Ich werde das jetzt erstmal grob miteinander verrühren, dass nicht alles an den Händen klebt. Ich habe für den Boden hier nämlich schon mal alles drin. Das steht ja unter Video in der Infobox. Butter, Vanillezucker, Ei, normaler Zucker, Backpulver und Mehl. Und das werde ich jetzt verkneten. Und wenn ich das habe, gebe ich das in meine Form und stelle die so für 10 Minuten ins Gefrierfach. Dann spare ich mir nämlich das, den Teig einzuwickeln und noch mal eine Stunde oder so zu kühlen im Kühlschrank. Und dann werde ich das 10 Minuten vorbacken, den Boden und den Rand. Und ja, in der Zeit können wir uns dann den Belag zusammenrühren. So, jetzt habe ich den Teig ein bisschen ausgerollt. Jetzt werde ich einfach das überschüssige Mehl etwas abstreifen. Dann geht es einfacher in der Form, das Ganze zu verteilen. So, jetzt einfach einen Boden und Rand drücken. So, jetzt piekse ich den Boden noch ein bisschen mit der Gabel ein. Und wie gesagt, jetzt geht er erst 10 Minuten ins Gefrierfach und dann in den vorgeheizten Ofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze. So, jetzt rühren wir unsere erste Schicht. Wir haben ja am Schluss noch eine Mandelschicht. Die kommt ja dann noch dazu. Aber jetzt erstmal die erste. Da brauchen wir Magerquark. Dann habe ich hier ja noch von meinem restlichen Ei die Hälfte. Dann brauchen wir Schlagsahne. Wir brauchen Zucker. Salz, Vanillezucker, Frischkäse, saure Sahne und etwas Stärke. So, und das verrühren wir. So, der Boden war jetzt 10 Minuten im Ofen. Ich muss mich noch mal kurz korrigieren. Und zwar, ich habe ja gesagt, saure Sahne gehört da auch rein. Nur ich habe jetzt Creme Fraiche drin, weil ich war der Annahme, dass ich nur noch saure Sahne zu Hause habe und habe einfach schnell die Packung aufgerissen und habe das jetzt im Nachhinein gesehen. Also wundert euch nicht, saure Sahne, wie ich es gesagt habe, stimmt. Und deswegen schreibe ich die da auch rein. So. Aber das soll jetzt nicht das größte Problem sein, deswegen können wir weitermachen. Wir geben das jetzt auf den Boden und dann geht es in den Ofen. Und zum Schluss kommt dann noch unsere Schmandschicht. Jetzt kommt noch der Schmandguss. Und zwar hier habe ich jetzt schon mal ein bisschen Zitronenschalenabrieb drin. Dazu kommt Schmand. Und ein bisschen Zucker. Und das verrühren wir. Jetzt war der Kuchen soweit so ungefähr 43 Minuten im Ofen. Jetzt verteile ich das mal ein bisschen gröber hier drauf. Jetzt vorsichtig verteilen und dann geht es einfach nochmal ab in den Ofen. Ja, und so sieht jetzt unser Kuchen aus.
Also wie gesagt, erstmal mit dem Boden 10 Minuten, dann so 43 Minuten ungefähr mit der zweiten Schicht und zum Schluss nochmal 10 Minuten mit der Schmandschicht und dann gut auskühlen lassen. Also ich habe natürlich ihn wieder nicht ganz richtig auskühlen lassen, aber ich bin das Risiko eingegangen. Zum Glück hat es geklappt. Wenn er jetzt noch ein bisschen weich ist beim Anschneiden, dann nicht wundern, dann liegt es halt daran, dass er halt noch nicht perfekt ausgekühlt ist. Aber sollte man eigentlich machen. Ich bin halt wieder ungeduldig, aber jetzt probieren wir mal. So. So cremig, mega. Also sollte euch der Fauxpas auch passieren mit der sauren Sahne und ihr nehmt Creme Fraiche, das macht überhaupt nichts, schmeckt super lecker. Ja, was soll ich mehr sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!